Oh, Aquarium. Mhm, Karosche. Das ist ja sau cool. Karosche. Die ist ganz schön einsam da drin. Scheiße, es gibt hier irgendwie sehr viel zu fischen. Jetzt mal ernsthaft, ich bin immer noch am Staunen, was das für ein krankes Spiel ist. Ja, es geht irgendwie nur um Sammeln, ne? Das ist doch eigentlich das Spiel, um sein Kind zu schenken, wenn man will, dass dieses Kind niemals Freunde findet. Ja, warum niemals jetzt soziale ehrlich, Kontakte. Ich hätte als Kind so ein Spiel 3 Minuten gespielt und gedacht, ey, fick dich, wo sind die Leichen? Ich nicht. Total oder die halbnackten Frauen. Was das passt das? Zu mir besser. Was ist das? Das ist irgendwas, was schiefgelaufen ist. Haben wir die schon mal gesehen? Willkommen im Observatorium von Knuffig. Nun, wie kann ich dir behilflich sein? Nicht nur Koks, nicht nur Koks. Du bist süß. Du bist süß. Oh, ich bin süß. Willst du... Oh Gott. Willst du mich etwa necken? Schubihu. Nein, ich will dich flicken, meine Güte. Okay, ich sollte echt aufhören, dieses Spiel zu spielen, weil ich bin... Ich weiß nicht, ja, kann man irgendwie die Städte von den Abonnenten kaputt machen oder irgendwie beeinflussen? Da würde ich mir echt Sorgen machen. Ich bin ja froh, dass ich den Controller in der Hand halte. Wo bin ich? Wie synchronisierst du mich denn bitte? Ja, schwul, so wie du bist. Wie ist das Observatorium, wo du Sterne beschauen kannst. So, das ist ein Kong! Es ist gratis und geradezu genial. Was kann man damit benachbarte Sterne zu eigenen Sternbildern zusammenschließen? Scheißen, was? Was? Die Sternbilder sind warm, die zusammenscheißen. Das habe ich jetzt reingedichtet. Sie sind so schön und himmlisch romantisch. Alter, wie die Augen glänzen. Ach, wie verzeihen, nur die Sterne können mich derartig dermaßen begeistern. Gott, meine Stimme will nicht so wirklich gerade. Los, mach Sternbild. Wofür? Alter! Und die Frauen im nächsten Haus zu beobachten, natürlich. Schubihu, viel Vergnügen. Oh, ich kann was malen. Oder? Ich kann was. Ja, ich kann wirklich was. Irgendwie so. Ja, okay. Ich mach mir jetzt ein Sternbild. Ich nenne es. Den Radiergummi. Kennst du die noch, wo die eine blau war und die andere rot? Ja, ja. Ja. Also dann, die Position dieser Sterne verraten, dass sie am 5. Juli um 20 Uhr in ihrem hellsten Glanz erstrahlen. Soll ich dieses Sternbild in meiner Sternkarte vermerken? Ja, natürlich. Ja, bitte. Hast du dich für einen Namen für dieses Sternbild entschieden? Der Radiergummi. Oh, mach bitte einen Penis. Stehst du da drauf? Nein, aber Brüste sind so schwer. Obwohl, das wäre wahrscheinlich sogar noch leichter. Ja, hübsch aussehende Brüste. Ich will keine. Der Radiergu. Der Radiergu. Brillant. Du hättest es auch nur Radiergummi nennen können. Ich weiß. Radiergu. Ich werde der Radiergu gleich eintragen. Schubu. Kann ich dir noch mit etwas anderem behilflich sein? Nein, bitte geh. Ah, jetzt habe ich verklickt. Nein. Schon gut. Bitte, du hast deine Meinung geändert, Schubu. Nein. Ich habe. Lass mich in Ruhe. Bist du sicher? Ja, meine Güte. Oh Gott, tschüss. Was wollten wir noch machen? Ach, Fallen irgendwas, ne? Dorfbewohner mit Fallen fangen. Wunderschöne Idee. Wie auch immer das funktioniert. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das am Stadttor war. Also wir können von den Wachen Fallen... Was warst du denn? Ach ja, sieht auch viel männlicher aus, so. Wie sieht denn aus, als könnte er was verkaufen? Also, hallo, was kann ich für dich tun? Alter, gib mir Koks. Wo Flagge bin ich hier? Ändern? Ja, bitte mal eine Penisflagge. Ja, natürlich, lass dir Zeit. Welches, oh cool, was nehme ich denn da? Natürlich das mit den Blumen. Dann werde ich, also dann tausche ich die Flagge mit diesem aus, denke ich, was? Okay, alles klar. Die kann man doch irgendwo kaufen, dachte ich, wurde geschrieben. Für einen guten Abend, der Tag geht mal zu Ende. Also pass auf, dass du nicht stolperst. Ja. Müdigkeit kann regelrecht gemeingefährlich sein. Wie noch sei, gibt es ja das, was ich für dich tun kann. Ah, hier kann man die Leute besuchen. Ist cool. Gefällt mir. Ja, also keine,
gefallen? Fundsachen? Also im Moment haben wir ein paar Fundsachen da. Ah, ha, 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 ha. Also in jedem Falle haben wir 10, glaube ich. Das ist eine Falle. Ah, die kann man einfach kostenlos mitnehmen. Rosi-Outfit? Oder das muss ich holen, das passt nicht. Das hast du schon. Was? Das ist dasselbe blöde Icon. Die sehen immer alle gleich aus. Ja, Entschuldigung, ich habe dem Spiel halt irgendwie mehr zugetraut. Was ist das? Ukulele? Cool. Robo-Bett. Was? Was haben die da? Och, hier liegt ein Bett rum. Hm, nehme ich mal mit. Du hast ja eine ganze Menge Items also mitgenommen. Kein Problem. Völlig in Ordnung, glaube ich. Hey, es sind ja nur Fundsachen, die vielleicht irgendwer wieder dran will. Morgen wieder was mit, ja. So, dann ich bin mal gespannt. Stell eine Falle vor Tano auf dem. Wollte gerade sagen, Tano mag irgendwie keiner. Tano liegt dort. Und auch hallo Tano. Oh Gott, er verfolgt mich schon wieder. Praktisch, dass er direkt da steht. Dann mach mal deinen Militärslang raus. Vor ein paar Tagen hat mir ein übereifriger Verkäufer einen Glückskatze aufgeschwatzt. Eigentlich wollte ich die gar nicht haben. Leider war sie auch gar nicht mal so billig. Idiot. Willst du mir aus der Patsche helfen, Bro, und sie mir für abnehmen? Quack, quack. Habe ich überhaupt so viel Geld? Wir brauchen das Geld für später noch. Nein, danke. Nein, danke. Tano kriegt nichts, außer eine Falle in den Kopf. Na gut, habe ich mir auch fast schon gedacht, du Arschloch. Ich werde einfach nochmal ein paar andere in der Stadt fragen, ob sie Interesse haben. Quack, quack. Ja, gut. Freut mich. So, also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann müssen wir jetzt die Schaufel in die Hand nehmen. Und schaufeln. Stehen jetzt vor diesem Loch. Nehmen jetzt eine Falle und vergraben sie. Und dann warten wir 10 Stunden drauf, dass irgendein blöder Dorfbewohner drüber läuft. Nicht ganz. Klasse, dass du das direkt vor dem Baum gemacht hast, wo man sie nicht sieht. Wir nehmen jetzt Tano. Komm, Tano, bei Fuß. Schlag ihn bitte mit der Schaufel. Scheiße! Scheiße! Sag mal, sitzt bei dir vielleicht eine Schraube locker oder was? Oder hast du ein Problem? Ich warte auf eine Entschuldigung, um genau zu sein. Quack, quack. Er wird sauer. Jetzt verprügel ihn mit der Schaufel, bitte. Wozu bezahle ich eigentlich meine Steuern? Das hätte es früher nicht gegeben. Damals in der guten alten Zeit. Okay, die Sprüche verkneife ich mir jetzt. Alter, Telefon? Hast du ein Problem mit mir? Verfolgst du mich? Herr Ober, dieser Gast wünscht sofort zu gehen. Fuck. Ich will weg. Das ist eklig. Gut, wir haben jetzt was gespendet. Wir haben jetzt Leute in Fallen geschoben. Ich kaufe mir gerade noch eine zweite Schaufel. Vergrab die und dann gucken wir beim nächsten Mal wieder rein. So kurz? Nee. Wie lange läuft das jetzt? Lang genug. Wie lange läuft das jetzt? Ich guck mal. Tu das. Wir sind schon wieder bei 22 Minuten Nutten und Koks. Das reicht noch nicht. Wir müssen noch kurz in die Stadt gehen. Ja, das ist halt so, wenn man... Du stellst mich hier echt auf die Probe. Du wolltest ja aufnehmen. Ich hab gesagt, wir müssen das heute nicht machen. Aber der Teddy wollte unbedingt, weil er Nutten und Koks so liebt. Junkie. Nein, aber weil wir sonst wieder keine Zeit haben. Wobei ich die nächsten 3 Tage sogar echt Zeit hätte. Sehr gut. Willkommen. Heute haben wir ein Sondergebot. Oh ja, Nutten und Koks für lau, Alter! Ich sehe keine zweite Schaufel, aber ist das ein... Wie heißt das Ding? Kescher. Schmetterlingskescher! Oh, der Kescher! Nur 500 Sternis! Was sagst du dazu? Hem? Nehm ich. Alter. Das macht genau 500 Sternis! Oh ja, vielen Dank! Oh ja! Und Reiser? Weißt du, wie man diesen Kescher verwendet? Wenn du willst, kann ich es dir erklären. Ne? Du gehst also zur Handpflanze und schlüpfst es drüber und dann zündest du es an und dann inhalierst du ganz tief. Oh ja, schön, schön, oh ja. Das ist ein ziemlich nützliches Werkzeug, es wird dir sicher gefallen. Mhm. Oh ja. Ich gehe kurz nochmal raus und hoffe, dass er... Ja. Vielen Dank und komm bald wieder zu Nutten und Koks Shop 3000.
Uns gibt's jetzt auch im Internet unter www.nutnokoks.de. Und ich will jetzt lieber aufmachen. Gucken, ob es die Seite nicht vielleicht schon gibt und ich hier gerade Werbung für irgendwen mache. Nuttenundkoks.de. Nuttenundkoks.de. Kräftig auf die Kacke hauen. Erster Post und so. Damit sie nicht ganz so leer aussieht, poste ich hier mal was. Am 10. März 2012. Seitdem kam gar nichts mehr. Das ist jetzt irgendwie beängstigend nah an unserer ersten Aufnahme dran. 2012? Nee. Alter. Natürlich. Das ist 2012. Ja, und wir Let's Playen schon länger als ein Jahr. Ja, aber nicht hier ran. Ach, von Animal Crossing meinst du? Ja. Echt? Das haben wir doch erst über Webcam angefangen zu spielen. Ja, so lange ist es jetzt nicht her, aber... Es ist schon gefährlich nah. Oh, ich glaube, meine FIFA-Demo ist fertig runtergeladen. Übrigens habe ich es geschafft, mein Magic-Spiel nebenbei zu beenden. Ja, das wollte ich auch noch gerade erzählen. Also Teddy zockt nebenbei FIFA. Lädt FIFA runter und spielt Magic. War nie nur noch 30 Sekunden oder so. Das war nur, weil du so lange gebraucht hast. Und ja, da geht die Busfahrt los. Captain. Du siehst mir wie ein kerngesunder, stattlicher Bursche aus, mit blauen Augen und blondem Haar, dem arischen Ideal entsprechend. War das zu hart? Ja. Darf man das Wort Aria benutzen? Nein. Ja, ich war auch mal so, aber je härter die Schale, desto weicher der Kern. Ich stelle mir gerade irgendwie mit anderer Haarfarbe. Nein, lass mir das. Lass mir das. Du darfst lesen. Weißt du, in jungen Jahren hätte ich mich mit einem riesen Kalmar am Wasser angelegt. Aber das hat seinen Tribut gefordert. Es leckt jetzt ziemlich. Schwamm drüber. Die Großstadt ist nicht mehr weit. Nochmal ein Blick in den Spiegel. Kannst dich selber bewundern, Alter. Du bist zu geil. Treib's nicht zu bunt da draußen. Denk dran, immer mit Verhütung, wenn die Nutten an der Reihe sind. Haha, ich übernehme Vorbildfunktion. Endlich mal. Hey, Vorbild! Ich habe schon ganz schön krassen Stimmumfang, oder? Von ja, das ist immer. Hallo! Das ist beängstigend. Ich sollte Synchronsprecher werden, ich kann das bestimmt voll. So, ganz ehrlich, was ist das?